Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder ein Video von mir und es steht immer noch der feste Vorsatz, dass bald regelmäßige Yoga-Videos kommen. Ich habe jetzt auch jemanden beauftragt, der meine YouTube-Videos schneidet und bearbeitet und hochlädt, weil ich es einfach nicht schaffe mit den ganzen Heilsitzungen und den weiteren Aktivitäten in meinem Alltag. Und wenn ihr auch jemanden sucht, der eure YouTube-Videos macht und euren Kanal aufbaut, ich habe alles unten verlinkt, dann meldet euch gerne. Ja, auf jeden Fall ist einiges passiert. Ich bin 40 Jahre alt geworden. Ich kann selber noch gar nicht glauben, weil ich mich überhaupt nicht so fühle. Aber gleichzeitig freue ich mich wirklich auf das neue Jahrzehnt, weil das wirklich für mich ein Jahrzehnt der absoluten inneren Befreiung wird. Also ich gehe ja sehr schon durch ganz, ganz tiefe persönliche Transformationsprozesse mit Hilfe von Satnam Rasayan, dass ich ja, es ist eine Heilkunst, die ich selber praktiziere, aber ich empfange sie auch, weil ich mit vielen Freunden arbeite, die auch diese Heilmethode praktizieren und wir tauschen uns da ganz, ganz schön aus. Ja, und das gibt mir einfach unheimlich einen guten Zugang zu mir selbst und auch viel mehr Stabilität und Ruhe im Alltag und dass ich auch deutlich immer mehr in meine Balance einfach komme und merke, wer mir gut tut, wer nicht. Ich kann mich besser sortieren, ich kann mich besser fokussieren auf das, was mir wichtig ist und ja, mein Leben entfaltet sich auf eine ganz, ganz wunderschöne Art und Weise, ganz natürlich, ganz fließend, ohne irgendwas zu überstürzen, ohne aus dem Gleichgewicht zu fallen, ohne Stress, sondern die Vision, dass ich das Kundalini-Yoga in die Welt tragen kann, auf eine wirklich lockere, entspannte, schöne, aber heilsame Art und Weise, ist ja schon lange meine Vision, weil ich es einfach so als Art seelischen Ruf spüre. Aber ich hatte natürlich auch oder habe auch immer noch natürlich persönliche Begrenzungen, auch persönliche Themen und Selbstzweifel. Und die darf ich jetzt immer mehr loslassen und wirklich einfach nur meine Berufung leben. Und dafür bin ich jeden Tag unendlich dankbar und auch für die Unterstützung, die ich erhalte. Und letzte Woche oder vor 2 Wochen kam dann ein ganz, ganz starker Impuls. Ich muss jetzt meine Morgenroutine mit den Menschen teilen und habe wirklich innerhalb von einem Nachmittag einen Account angelegt. Also es ist ein privater, geschützter, heiliger Raum. Wirklich ein heiliger Raum, wo Menschen gemeinsam jeden Morgen praktizieren und machen sie zusammen Kundalini-Yoga jeden Morgen von 7 bis 8 und von 8 bis so 20 nach 8 plus minus sind wir einfach gemeinsam in einem heilsamen Space, wo wir die Prozesse integrieren können und entspannen können und ja, sich das System einfach vollkommen beruhigen können. Und einmal die Woche abends machen wir ganz intensive Meditationen, die ich auch vor allem über meinen Lehrer kennengelernt habe. Verlinke ich auch gerne unten, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in der Toya-Schule. Und das sind wirklich Meditationen, die mir selbst so viel energetische Transformation und Heilung ermöglicht haben, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich auch dies jetzt teilen kann. Und einen wirklich kraftvollen Space, einen kraftvollen Raum öffnen kann für Menschen, die in die Heilung gehen möchten und in die Veränderung. Und ja, die Zeit benötigt das. Und jetzt haben wir die Werkzeuge, um das wirklich auf eine ganz tiefe Art und Weise zu tun. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich einfach einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass mehr und mehr Menschen wirklich heilen können. Und genau an dieser Stelle möchte ich einfach einladen, wenn du Lust hast, wirklich eine starke Morgenroutine in dein Leben zu integrieren, von 7 bis 8, und du kannst die Videos auch jederzeit nachholen, abends praktizieren und wirklich Teil einer wirklich sehr, sehr kraftvollen, sehr, sehr liebevollen, herzlichen Community zu sein und von mir als Heilerin auch einfach getragen werden durch deine Praxis, durch deine Heilprozesse, dann komm in unseren Kundalini-Yoga-Tribe. Wir sind ein Tribe, wir sind eine Bewegung. Wir sorgen für Heilung, Integration und wirklich für ganz, ganz neue Stärke und Stabilität. Und ich freue mich wirklich, wenn unsere Community bestehen bleibt und wächst. Es wird jeden Monat verschiedene Themen geben, eine Kriya und wechselnde Meditation. Diesen Monat machen wir eine Kriya fürs Herz und es geht wirklich um tiefe Heilung im Herzen, dass wir unsere Verletzungen heilen, aber auch eine Selbstliebe entwickeln, eine Selbstliebe, die wirklich auf einer tiefen seelischen Ebene stattfindet. Also nicht gebunden an materielle Formen, sondern wirklich in uns einen Raum finden, wo wir Liebe empfinden für uns selbst und auch für andere und für die Welt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Raum, mit dem wir da kreieren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du einer davon Teil sein willst. Vor allem, wenn du einfach sagst, ich brauche diese... Morgens ist es auch körperlich aktiv. Und
wenn du das einfach Yoga in dein Leben integrieren willst und wenn du einmal damit begonnen hast, wirst du das starke Bedürfnis haben, daran zu bleiben. Ich möchte keinen Tag mehr missen, wo ich keine Praxis morgens gemacht habe, weil ich einfach weiß, mir fehlt die Ruhe, die Stabilität, die Ausgeglichenheit und vor allem profitieren die Menschen in meiner Umgebung davon. Natürlich meine Tochter, und das ist mir das Allerwichtigste, dass ich ein ausgeglichener Mensch bin und nicht irgendwie so eine Nervensäge, die bei jedem Pieps genervt ist. Und das macht Kundalini Yoga für mich wirklich ganz, ganz praktisch gesehen etwas, was uns im Leben hilft, uns zu entfalten und die Stärke zu entwickeln, in unserem Alltag die beste Version unserer selbst zu sein und stark und stabil und ruhig zu bleiben. Genau, und wie gesagt, es kommen bald Videos. Ihr habt auch nach Morgenroutinen gefragt für YouTube. Kurze Videos, 10 bis 20 Minuten, kurze Meditationen. Ja, und es kommt auch ein Schwangeren-Video. Also es wird hier auch noch was passieren. Ich muss mich gerade neu sortieren und ich bin froh, dass ich das abgeben kann, dass dieser Kanal auch schön gefüttert wird und dass ihr davon profitieren könnt. Viel, viel Kundalini-Yoga in euer Leben integrieren könnt, weil es ist wirklich sehr, sehr stark transformativ, sehr energetisierend, sehr stabilisierend. Ja, ein Traum. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du Teil des Tribes werden willst, wenn du Teil unserer Community werden willst und du in die tiefe, tiefe Heilung gehen möchtest. Satnam. Alle Info findest du in der Infobox. Einfach draufklicken, folgen und ich schreibe dir eine Nachricht. Das sind 30 Euro im Monat. Nicht mal 1 Euro pro Yogastunde und dazu eine wundervolle Community, viel, viel Informationen zum Kundalini-Yoga, den Mantren und einfach ganz viel Herz.